Hey meine lieben Freunde, ich bin's wieder, ihr Ümit, und willkommen zu meinem nächsten Video. Und zwar ist es ein Tutorial. Ja, Tutorial gab es lange nicht mehr und ich hatte auch kaum Ideen für Tutorials, aber jetzt habe ich eins. Und zwar, wie kann man ein geiles Thumbnail oder ein relativ gutes Thumbnail machen? Zum Beispiel sowas. Ist jetzt relativ, sage ich jetzt mal, gut. Das ist besser als der Müll, den ich mir mache. Ja, und das Einzige, was ihr benötigt, ist ein, wie ihr seht, ich spiele hier nur ein Bild und Paint. Ja, es ist ganz simpel. Und zwar könnt ihr jetzt Paint starten, wie hier. Dann kopiert ihr euer Bild. Ich nehme jetzt mal Stubborn. Hier rein. Und da geht schon ein Problem, es ist zu groß. Dann machen wir es mal kleiner. So, das wäre jetzt getan. Das nächste, was ihr macht, ist, das Spiel hier auf A. Also, das ist jetzt im A. Dann mache ich jetzt mal das da und Box Trash spielt. Part Liebe. Ist das überhaupt? Hallo. Moment. Dann machen wir es auch nur auf die richtige Größe. Toll, jetzt hängt das. Das kann doch nicht wahr sein. Rückgängig, rückgängig, rückgängig. Ah, fuck, ficken. Ach, egal, und ignoriert es einfach mal. Hier. Bitte die Kurse ändern. Ich könnte es natürlich streichen. Wir wollen das so machen. Mach jetzt mal fett weg. Kursiv weg. Und der Schrift weg. Hier kann man es alle verschiedenen Schriften machen. Ich benutze meist Arial Black, weil das schickt irgendwie ab nochmals. Ja, und hier könnt ihr natürlich sowas einfügen. Ich mache jetzt mal sowas. Und schon schreibt ihr. Und da rein müsst ihr schreiben. Oder halt. Hier könnt ihr es ein bisschen aufschmücken. So wie zum Beispiel. Und dann. Und das da und das da und da. Hier kann man die Farben ändern. In durchsichtig, durchsichtig. Ja, und das war's eigentlich schon. Seht ihr mal. Das kann man ganz kostenlos machen. Auch ganz low. Auch ganz leicht. Und das Vorteil ist, wenn ihr jetzt ein großes Bild habt, sagen wir mal, wie bei mir auf 100, wenn es ungefähr so ist, dann habt ihr eine geile Grafik. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt ein kleines Tutorial, aber Tutorial, geil, Tutorial. Ja, und ich sag dann noch tschüss. Ich wünsche euch immer, abonniert mich und gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Wenn ihr mehr wollt, schreibt euch mal in die Kommentare, wenn ihr Tutorials braucht. Sagen wir mal, es gibt ein Tutorial, wie man Papierkorb lädt. Das war jetzt nur ein Beispiel. Aber gebt mir einfach Tutorials, die ich machen kann für das Spiel, von denen ihr dann weiterkommt. Ich werde euch helfen. Und ich sag dann tschüss, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch, ich mach's euch immer.